So, moin moin zusammen, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, und heute befinden wir uns hier in der Autostadt in Wolfsburg beim VW-Konzern. Hier ist eine Messe, ein Event, ein Elektroauto-Event namens Elektrisierend heute am 21. und 22. Mai. Und hier treffen sich unheimlich viele Elektroautos aller Marken, nicht nur aus dem VW-Konzern. Und ich stehe jetzt hier quasi im Showroom in den heiligen Hallen vor meinem nächsten Auto. Naja, Audi e-tron A6 Concept Car sieht schon richtig geil aus, muss ich sagen. Aber auch alle anderen Autos, die hier stehen. Und ich zeige euch mal, was hier so an Autos für die Zukunft auf euch warten. Diese Sendung wird euch übrigens präsentiert von Store & Charge, eurem Experten für Ladezubehör. Ey, ja, neben mir steht Dani aus der Schweiz. Und du bist ein ganz wichtiges Tier, was die IDs angeht in der Schweiz, habe ich gehört. Hier von Stefan, der auch hier ist übrigens. Ja, hi. Und du hast ganz frisch seit gestern ID5? Ja, also beziehungsweise meine Frau hat ihn. Ich zeige euch den mal eben kurz. ID5 GTX und hat auch einen Namen wie mein ID3. Die ID3 nennt sich Elektra und der ID5 GTX nennt sich jetzt Morpheus. Morpheus, also quasi so Matrix-mäßig. Ja, aber für die ID-Familie kennen, Morpheus ist ja der Träumer und er glaubt an den Neo. Und Neo ist ja auch das erste Modell der IDs, also der Prototyp, den nannte man Neo, den Stimmt. Weißen. Und da schließt sich dann eigentlich wieder der Kreis, weil Morpheus glaubt an den Neo, an das neue Zeitalter. Super, dürfen wir mal reingucken? Ja, klar. Wow, der sieht noch richtig neu aus. Der ist neu. Und riecht auch noch so schön neu. Und du bist von der Schweiz hierher gefahren, von Locarno? Oder nee, von Zürich jetzt. Von Zürich. Wir gingen den zuerst nach Zürich abholen und sind dann direkt nach Wolfsburg gefahren. Also, das sind wie viele Kilometer? 800 Umgrad, irgendetwas. Auf jeden Fall, das Fahrzeug hat 6 Kilometer hatte es beim Abholen und jetzt hat es die 6 Kilometer mehr als die Strecke, die wir gefahren sind, genau. Wie war so der Durchschnittsverbrauch bei dem Auto? Das ist ja auch mal ganz interessant. Ja, also wir haben wirklich nicht geschaut. Wir sind auch mal VMAX gefahren, also wirklich, sieht halt 19,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. ID3, wir sind mit zwei Autos gekommen, hat auf dieselbe Strecke dann 16,4 gehabt, aber er hat auch nur die kleinen Felgen drauf. Aber ich finde, für ein Allradfahrzeug mit 21 Zoll Felgen ist das ganz okay. Ich mag Kofferraum aufmachen? Ja, ist halt nicht elektrisch. Ah, ist nicht elektrisch? Nee, wir haben Chipmangel. Wir haben einen Hund und der Hund, kennt ja unser Goldie, der würde hier gerade so reinpassen, wenn man die Hutablage rausnimmt. Und wir haben hier noch einen Unterboden, das ist natürlich ID-typisch nicht besonders groß. Ein paar Seitentaschen. Und man kann die Sitzbank asymmetrisch umklappen, genau. Richtig. Und auch eine Durchreiche, noch, genau. Die hast du dabei, die Anhänger. Genau, die ist... Ja, dann kommt sie so, hier. Genau. Ja, das ist natürlich cool. Das ist bei anderen Autos längst nicht so gut gelöst hier. Das haben sie richtig gut gemacht. Und schon der erste Blick offenbart sportliche Proportionen und elegante Linien signalisieren dem markttypischen Coupé-Heck die Entstehung im Windkanal. Ja, das habe ich nicht mir ausgedacht, sondern das ist quasi aus dem Audi-Prospekt hier für diesen e-tron-Konzept. Und ja, was ist unter der Haube? Herzstück ist eine 800-Volt-Ladetechnik, zumindest ist sie dann hier vorgesehen. Und Ladeleistung bis zu 270 kW soll möglich sein. Und die 100-Kilowattstunden-Batterie soll in 25 Minuten von 5 auf 80% geladen werden können.
Also braucht es nur 10 Minuten, um 300 Kilometer nachzuladen, wenn die Reichweite nach WLTP gemessen wird. In Wirklichkeit ist es natürlich ein bisschen weniger. Und bei einer vollgeladenen Batterie, also 100 Kilowattstunden, da reicht die Energie für eine Reichweite von mehr als 700 Kilometern. So zumindest die WLTP-Angabe. Ja, und dieser Silberton des Audi e-tron-Konzepts, der ist richtig geil. Ist ein bisschen anders als dieses Silber, was man so normal gewohnt ist. Also das sieht man eigentlich erst, wenn man wirklich live davor steht. Ja, und das hier ist der Cupra Tavascan, auch ein Concept-SUV. Sieht ziemlich cool aus, wie ich finde. Und ja, was sagt VW? Das Exterieur vereint gekonnt Dynamik und Eleganz mit Effizienz. Die Frontpartie unterstreicht das elektrische Herz des Concept-Cars und weist mit dem tief sitzenden, beleuchteten Cupra-Logo einen echten Blickfang auf. Die Luftschlitze sind keineswegs nur Show, sie erhöhen die Effizienz, indem sie die Luft gleichmäßig über die Karosserie strömen lassen oder sie zur Kühlung der Batterie nach innen leiten. Ja, was haben wir für Daten? Da soll ein 77 Kilowattstunden Akku drin sein und für eine Reichweite von 450 Kilometer taugen. Es sollen zwei Elektromotoren verbaut sein mit einer Gesamtleistung von 225 kW, das sind 306 PS. Und wie gesagt, 450 Kilometer soll die Reichweite betragen, natürlich laut WLTP. Ja, und das ist der Skoda Element. Das haben die Azubis gebaut von Skoda. Das waren 21 Azubis zwischen 17 und 18 Jahre alt. Und die haben 2017 an der Berufsschule von Skoda dieses Fahrzeug entwickelt. Also das finde ich richtig geil, was sie da gemacht haben. Das ist ja im Prinzip sowas wie so ein Mi Electric, sage ich mal, der ein bisschen höher gebockt wurde, aufgeschnitten und als Buggy konzipiert. Also das gefällt mir richtig, richtig gut. Schade, dass sowas wahrscheinlich nie in Serie geben wird. Ja, und tatsächlich sowas könnte ich mir sehr gut vorstellen auf der Straße. Der Skoda Vision E, das ist im Prinzip die Zukunft von Skoda, zumindest so könnte sie aussehen. Also die Farbe, also sowas habe ich noch nie gesehen. Die Farbe ist so zwischen Gelb und Grün, Metallic, Pastell, also wahnsinnig toll sieht es aus. Auch diese Lichtleiste an der Seite und auch vorne, das sieht aus wie Kristall. Also mega abgefahren, ich weiß nicht. Ja, das ist innen drin in dem Plexiglas. Also das ist keine Gefahr, dass sich in diesen Rillen Fliegen absetzen, weil das ist innen drin eingelassen. Ja, und in diesem Auto zum Beispiel sind zwei Elektromotoren vorgesehen mit einer Systemleistung von 225 kW, also auch 306 PS. Das haben wir schon von dem anderen Skoda gesehen, von dem SUV-Konzept. Auch Allradantrieb und Reichweite soll hier bis zu 500 km sein und Höchstgeschwindigkeit ist vorgesehen 180 km/h. Natürlich hier automatisiertes Fahren auf Level 3 vorgesehen, intelligentes Parken, merkt sich die bevorzugte Parkposition und sucht sie im Prinzip selber wieder und parkt automatisch ein. Da bin ich gespannt, ob sowas wirklich mal gebaut wird. Also von der Optik her kann ich sagen, Daumen nach oben, das sieht richtig geil aus. Auch das Interieur, schaut euch das mal an. Also das mit diesem Kristall, das ist wirklich interessant. Sowas habe ich noch nie gesehen. Und ich glaube, die Displays oben sind so aufgesetzt, wenn ich mich nicht täusche. Das Lenkrad ist ganz klein und oben und unten abgeflacht. Und auch die Sitze sind sehr sportlich. Und auch das Kristall hinten mit zwei einzelnen Schalensitzen. Ja, schade. Solche Autos, die stellt man sich irgendwie so aus dem Science-Fiction-Film vor, dass irgendwann solche Autos fahren. Leider sind die Autohersteller oft eben zu ängstlich, um sowas auch mal wirklich zu bauen. Sie stellen es als Konzept vor und dann kommt halt in die Serie leider nur wieder sowas ganz Altbackenes. Ein bisschen schade. Ja, das ist also die Vision von Volkswagen im Kleinwagensegment, der ID.Life. So wie er hier dasteht, ist es, glaube ich, erstmal nur so eine Designstudie. Sowas, was hier steht, wird niemals auf die Straße kommen. Er ist doch wirklich sehr spartanisch ausgerüstet. Vor allem auch diese Konstruktion mit diesem Kunststoff-Faltdach und auch dieser Kunststoff-Motorhaube, die man mit einem Reißverschluss öffnen kann. Witzige Idee, in der Praxis, glaube ich, ziemlich unrealistisch.
Auch das ganze spartanische Interieur, glaube ich, wird so natürlich niemals kommen. Das ist ja noch quasi noch spartanischer als früher in dem Fiat Panda, den ich mal gefahren bin. Naja, auf jeden Fall soll es im Prinzip 2025 so ein Auto auf den Markt kommen. Da bin ich mal gespannt. Und der Einstiegspreis soll zwischen 20.000 und 25.000 Euro liegen, wahrscheinlich vor Förderung. Wobei 2025 wird es vielleicht gar keine Förderung mehr geben. Da warten wir mal ab. Also 25.000 Euro für so ein spartanisches Auto halte ich dann auch noch für ein bisschen hoch. 10.000 Euro weniger wären, glaube ich, gar nicht schlecht. Aber ich glaube, da wird VW nicht mit sich reden lassen. Es soll ein 172 kW Motor drin sein mit 234 PS und soll in 6,9 Sekunden von 0 auf 100 gehen und eine Reichweite von 400 km haben. Akkugröße ja, ist noch nicht bekannt. Ja, und für alle Passat-Fans, da kann ich schon mal sagen, könnt euch freuen, der ID Space Vision ist ja im Prinzip so ein bisschen dem Passat nachempfunden, wobei der hier, der sieht irgendwie noch einen Meter länger aus. Ich weiß gar nicht, wie groß der ist. Wahnsinnig lange Kiste. Optisch ist es auf jeden Fall ein Hingucker. Auch die Lackierung so ein bisschen weiß-blau, man kann das gar nicht richtig beschreiben. Auch das Interieur sieht sehr, sehr schick aus. Wir haben gar keinen, doch, wir haben noch ein ganz kleines Lenkrad-Display, das sieht man kaum. Und ein großes, ich würde mal sagen, 14 Zoll Hauptdisplay. Die Sitze sind hier auch wieder Sportsitze. So werden sie wohl auch nicht in die Serie kommen, vermute ich mal. Leider, leider. Aber die ganze Form und Optik von diesem Auto, die ist schon sehr, sehr schick. Ja, der Akku soll 82 Kilowattstunden betragen und die Reichweite 590 Kilometer nach WLTP. Das kann man sich einigermaßen vorstellen, denn die Aerodynamik hier scheint hier doch wirklich gut optimiert zu sein. Gerade auch vorne der Kühlergrill sieht eigentlich ziemlich schick aus, muss ich sagen. Die ganze Form ist ja sehr, sehr schön anzusehen, sehr, sehr augenschmeichelnd, finde ich. Ja, neben mir steht jetzt Christoph Strecker von IONITY, Country Manager Deutschland, Österreich, Schweiz. Also quasi der Chef vom Ganzen hier, da sage ich mal so aus Spaß. Und ja, ich hatte ja mit Ihrem Kollegen schon mal gesprochen, die an der A27 einen Standort gesucht haben zwischen Bremen und Bremerhaven. Ja. Das ist gar nicht so einfach mit den IONITY-Standorten, oder? Was für Kriterien müssen Sie eigentlich erfüllen? Ja, also wir suchen grundsätzlich Standorte, die an oder unmittelbar an der Autobahn, an Hauptverkehrsachsen, auf der Autobahn, haben wir sehr viele Tank- und Raststandorte gebaut. Ja, genau. Und da wollen wir natürlich, dass unsere Kunden, sag ich mal, wenige Minuten nur von der Autobahn entfernt abfahren. Da wir ja mit den 350 kW 100 Kilometer in 4 Minuten laden können, wollen wir keinen 10 Minuten Umweg machen. Also verständlich. Abstand zur Autobahn ist Hauptkriterium, sage ich mal. Und dann natürlich, was kann der Kunde während der Ladepause machen? Dass er nicht im Auto sitzen muss, sondern dass er in den Café gehen kann, was essen, trinken kann, auf Toilette, sehr wichtig. Und danach suchen wir im Grunde die Standorte aus. Und weitere Kriterien sind dann natürlich Netzanschluss, Genehmigungsfähigkeit, wobei das in Deutschland ganz gut funktioniert. Ja. Und Sie haben ja immer so 4 Säulen pro Standort in der Regel, also als Minimum. Bauen Sie die jetzt nach und nach auch weiter aus? Oft sind ja auch noch 2 Blindstopfen quasi schon in der Erde. Ist das jetzt geplant, die zu erweitern? Genau, also die erste Ausbauwelle mit 400 Standorten hatte diese 4+2-Regelung. Ja. Die werden wir auch perspektivisch auf 6 Ladesäulen aufrüsten, das machen wir jetzt schon. Und die nächste Ausbauwelle hat im Mittel dann 6 Ladesäulen installiert, auf 12 vorbereitet. Und an großen Standorten können wir auch mit 12 starten und auf 24 oder noch mehr vorbereiten. Also die 400 Standorte sind jetzt nur in Deutschland oder ist europaweit gesehen? Europaweit, wir haben in Deutschland jetzt 106 Standorte. Mhm. Sind jetzt gerade bei 417, haben die Woche den 100. Standort in Frankreich eröffnet und wollen das Netzwerk bis 2025 verdoppeln, was die Anzahl der Standorte angeht und vor 4 Wochen, was die Anzahl der Ladesäulen angeht. Okay, das heißt, ab demnächst können wir darauf hoffen, dass 12 Säulen von IONITY irgendwo stehen, regelmäßig. Absolut, absolut. Weil ich kenne viele Leute, die auch gerade bei diesem Elektroauto-Boom, den wir ja momentan haben, wobei momentan stockt es ein bisschen wegen Chip-Krise, so ein bisschen Angst vor den Sommerferien haben, vor den Pfingstferien. Ja. Und wenn man dann an 4 IONITY-Säulen mit 8 Autos steht, hat man schon ein bisschen ein Problem. Genau. Dann wartet also, man. Ja, wir beobachten es sehr genau, die Auslastung an den einzelnen Standorten. Und werden natürlich für diesen Sommer auch wieder große Auslastung erwarten. Wir sind selber auch positiv überrascht von der Nutzung der Standorte und der Menge an Elektroautos. Und deshalb wollen wir jetzt auch in dieser nächsten Ausbauoffensive größer bauen und hoffentlich auch schneller. Ja. Wechseln Sie auch die Hardware der Säulen noch aus von den Standorten, die es schon gibt? Oder die neuen, die Sie bauen, haben dann andere Hardware wegen der Zuverlässigkeit? Oder wir beobachten auch das. Ja, wir haben natürlich, da wir in 24 Ländern parallel bauen, uns nicht auf einen Hardware-Lieferanten fokussiert, sondern da verschiedene genommen. Und tauschen jetzt auch erste Standorte aus, die erste Generation der Ladesäulen bekommen haben.
auf die aktuelle Generation, weil wir natürlich wollen, dass die Kunden immer zuverlässige Ladeinfrastruktur haben. Genau, weil in der Vergangenheit habe ich es auch selber erlebt, dass Ionity oft von 4 Säulen war immer eine irgendwie defekt oder ausgefallen. Das ist halt schon eine sehr blöde Quote, eine 25% sozusagen. Absolut, Das muss eigentlich besser werden. Ja, wird auch besser. Also unsere Kollegen arbeiten da sehr hart dran, dass die Ladesäulen verfügbar sind. Weil ich kenne es selber, wenn man mit 1% eine Punktlandung an der Ladesäule macht, dann muss sie funktionieren, gar keine Frage. Und das wird natürlich besser, je mehr Ladesäulen man baut, aber gleichzeitig wollen wir natürlich auch die Verfügbarkeit verbessern. Und wie sieht es aus mit dem Strompreis für die Zukunft? Ist da schon was bekannt, ob es noch weiter nach oben steigt, zumindest für die Ad-Hoc-Lader? Oder sind Sie aktuell mit den 79 Cent momentan erstmal auf dem Level, wo Sie sagen, mehr dürfen wir nicht, sonst springen die uns aufs Dach? Ja, nee, also aktuell ändert sich da jetzt erstmal nichts. Ja. Aber die Preise ändern sich ja sehr dynamisch, deshalb beobachten wir das natürlich auch sehr genau. Ja. Schauen auch, wie das jetzt in Zukunft weitergeht. Jetzt hatte gerade VW mit den neuen LD-Tarifen 12 Monate Vertrags. Bindung oder Preisgarantie gegeben. Und da gibt es ja auch einen offenen Tarif für Tesla-Fahrer zum Beispiel, wo sie dann mit, ich glaube, 12,99 Grundpreis für 35 Cent an Ionity laden. Und das ist jetzt für die nächsten 12 Monate ein unschlagbares Angebot, denke ich. Und da muss man in Zukunft sehen, wie die Strompreise sich entwickeln. Wir wollen natürlich die Elektromobilität fördern. Und dazu zählt auch, dass der Preis an der Schnellladesäule auch irgendwo nachvollziehbar ist. Wo Sie den Preis vor anderthalb Jahren ungefähr auf 79 Cent angepasst haben, da haben Sie ja so einen ziemlichen Shitstorm geerntet. Ja. Wie ist das denn so in der Firma? Sie sind ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger dabei. Ich weiß nicht, wie lange Sie jetzt schon Deutschlandmanager sind, aber hat Sie das jetzt eigentlich auch getroffen? Ich meine, wenn ich da jetzt arbeiten würde und so ein Shitstorm auf meine Firma zukommt, das wäre auch für mich persönlich sich nicht so angenehm. Wie ist denn das so? Nee, absolut. Also ich bin jetzt seit 2017 bei Ionity. Ja. Wir hatten ja ganz am Anfang mit den allerersten Standorten die 8 Euro flat. Ja, genau. Das war natürlich ein Kracher, wurde auch sehr gut angenommen. Mhm. Auch von vielen Tesla-Fahrern, die dann gesagt haben, dann mache ich bei Ionity voll. Ja, nachvollziehbar. Die 79 Cent waren damals hart, haben auch viel Ärger dafür kassiert. Jetzt sieht man natürlich, dass die ganzen Konkurrenten da nachgezogen sind auch. Ja, eben. Und der Preis ist jetzt auch nicht komplett aus der Welt, wenn man sieht, was wir investieren. Also ein Ladepark mit 6 Ladesäulen, da sind mal schnell über 1 Million allein für die Aufbaukosten und der Betrieb ist auch extrem teuer. Wir sehen aber sehr stark über unsere Eigentümer, dass die Kunden ja mit den Ladekarten der Autohersteller kommen. Und da haben ja viele über das Auto dann ein Abo, wo sie dann unter 40 Cent die Kilowattstunde bei uns bezahlen. Und das ist die Mehrzahl der Kunden. Insofern dieser 79 Cent Preis, der gibt es, der ist gesetzlich vorgegeben als Ad-Hoc-Ladetarif, aber die wenigsten Kunden bezahlen auch diesen Preis. Ja, und dieses Plug-and-Charge, die Säulen können das alle schon, die sie jetzt aufbauen? Das heißt, es liegt, wenn überhaupt, nur noch an den Fahrzeugen und an der Kommunikation? Genau, richtig. Eine Frage habe ich noch, die brennt mir im Prinzip, seitdem ich bei Ionity lade, auf den Nägeln. Warum ist das nur bei Ionity so, dass man diesen Ladestecker oft anheben muss, so ein bisschen und reindrücken muss in den Ladeport, weil sonst die Kommunikation nicht funktioniert? Ja. Warum ist das so? Das ist fast nur bei Ionity so. Ja, gibt es da ein Designproblem, der Stecker? Oder? Nee, also der Stecker selber, der CCS-Stecker ist genormt. Diese Norm wird allerdings meines Wissens fahrzeugseitig so ein bisschen anders ausgelegt. Das heißt, bei manchen Autos steckt der bombenfest, bei anderen, ich fahre selber Model 3, da wackelt der so ein bisschen. Und dadurch, dass dieser Stecker ja für 500 Ampere wassergekühlt ist und für 500 Ampere gut, ist ja wahnsinnig schwer. Und deshalb kann es sein, gerade bei Standorten, wo man dann ein bisschen mehr Platz zum Parken hat, wenn man da zu weit von der Säule wegsteht, dass da ein bisschen Torsion auf dem Kabel ist. Und wir messen quasi mit dem Einstecken die Kommunikation, ob das passt. Und wenn der beim Einstecken quasi nicht richtig drin ist, dann startet der Ladevorgang nicht. Wir arbeiten da auch an der Lösung, dass es zuverlässiger wird. Aber mein Tipp aktuell wäre, reinstecken, anheben für 3-4 Sekunden. Dann klackert die Säule und dann geht der Ladevorgang auch los. Ja. Aber ist auf jeden Fall ein Thema, was wir beobachten. Und da sind wir auch mit dem Steckerhersteller im Austausch, das zu verbessern. Eine letzte Frage noch, die mich persönlich auch interessiert. Ja. Wenn ich mir jetzt diese Hardware hier angucke und ich als Tesla-Fahrer habe daneben so einen spindeligen Supercharger und ich habe auch die schon mal offen gesehen. Das ist im Prinzip nur eine Blechröhre, wo in dieser einen Säule, also auf der einen Seite so ein bisschen Elektronik drin ist, ein paar Platinen. Ja. Das Kabel ist nur ein Drittel so dick, obwohl es auch 300 kW kann. Es ist, glaube ich, nicht wassergekühlt. Warum ist Ihre Hardware so mächtig und wahrscheinlich auch viel teurer als zum Beispiel Tesla? Tesla macht ja jetzt auch Standorte innerhalb von
sechs Wochen stehen da 12 neue Säulen. Ja. So, ne? Mit der Geschwindigkeit und den Kosten für so einen Standort sind die da wahrscheinlich viel besser. Die sind sehr geübt in ihrem Standortbau. Wir werden auch besser. Vielleicht um die Frage der Dimensionierung zu beantworten. Wir haben ja an jedem Ladepunkt individuell 350 Kilowatt. Ja. Und wenn der ganze Ladepark voll ist und jeder 350 zieht, dann bieten wir noch 208 kW pro Ladesäule. Also wir haben pro sechs Ladesäulen 1,25 Megawatt Netzanschluss. Ja. Und jede Ladesäule kann dauerhaft 350 kW. Ja. Das können die anderen schon mal behaupte ich mal nicht. Und der Stecker ist auch für 500 Ampere durchgehend ausgelegt. Also wir sehen das jetzt schon bei Elektro-LKWs, die im Feld testen, dass die also wirklich eine Stunde lang 350 glatt ziehen und die sollen das auch abliefern. Damit sind wir jetzt natürlich, schießen wir jetzt ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen, weil die Autos das noch nicht packen. Ja. Aber wir wollen halt eine Infrastruktur aufbauen, die die nächsten 10, 15 Jahre auch konkurrenzfähig ist. Und deshalb sagen wir gehen an jedem Ladepunkt auf 350 kW, nehmen auch dieses Investment, diese große Technik, große Netzanschlüsse, viel Tiefbau in Kauf. Haben aber dann halt ein Qualitätsversprechen über die nächsten Jahre, auch diese 350 kW zu liefern. Ja. Ich glaube ja, das ist so ein bisschen so ein deutsches Phänomen, dass man das immer 200%ig machen möchte. Denn wenn Sie jetzt sehen, Sie haben jetzt vor, keine Ahnung, 2,5 Jahren die ersten Säulen mit der Hardware genauso robust wie diese hier schon aufgebaut, die Sie jetzt schon wieder austauschen. Die halten also gar nicht 10 Jahre, sondern jetzt haben sie 2 Jahre gestanden und werden durch andere Hardware ersetzt. Und die Autos sind bis dahin noch gar nicht da. Hätte man die auch gut viel schwächer auslegen können, weil es wäre gar nicht nötig gewesen. Na, man muss auch bedenken, wir sind ja ein Konsortium von vielen Autoherstellern. Und jetzt gibt es Autohersteller, die sagen, sie gehen auf die 500 Ampere mit einer 400 Volt Architektur. Ja. Und es gibt Autohersteller, Porsche, Audi, die sagen, sie nehmen die 800 Volt und haben dann 340 Ampere zum Beispiel. Aber man muss es allen recht machen und deshalb war von Anfang an die Ansage für uns, wir müssen die 500 Ampere haben, kontinuierlich und dadurch ist dann quasi 350 kW gesetzt, wenn man auch die hohen Volt abbilden will. Und das unterscheidet uns halt so ein bisschen von der Konkurrenz. Klar ist der Tesla-Stecker sehr viel leichter, ich meine, der ist auch flüssig gekühlt, genau weiß ich es gar nicht. Die können 250 kW in der Spitze, aber wenn natürlich voll ist, reduzieren die deutlicher als wir. Und unser Ansatz ist halt dann eben, den Durchsatz zu erhöhen durch hohe Ladeleistungen, wenn man jetzt auch sieht hier, was an Autos vertreten ist, wo die Ladeleistungen hingehen. Gerade jetzt auch bei Hyundai und Kia sehen wir heute schon 230 kW, 15 Minuten lang. Ja. Dann bin ich zuversichtlich, dass wir hier nicht zu groß aufbauen für die Zukunft. Alles klar, Herr Strecker, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Sehr gerne, viel Spaß auf der Messe. Also erstmal würde ich mich recht herzlich für die Einladung bedanken. Andere Männer hier würden dich als mutig bezeichnen, uns auf die Bühne zu und dich mit 4 Frauen hier zu unterhalten. Da kann man ja froh sein, wenn man zu Wort kommt. Ja, das ist jetzt also der ID. Buzz live und in Farbe. Wollen wir mal gucken, wie es jetzt hinten aussieht auf der Rückbank. Das waren also meine Eindrücke aus der Autostadt Wolfsburg vom Event Elektrisierend. Ein bisschen schade war es, dass doch ein bisschen wenig Zuschauer da waren, weil es irgendwie auch begrenzt war hier von der Veranstaltung. Man musste sich vorher auch angemeldet haben, es kam halt nicht jeder rein. Ja, ich hoffe, das Video und die Impressionen haben euch ein bisschen gefallen. Und wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Würde mich freuen. Bis dahin. Ciao. Move Electric wird euch präsentiert von Fair Finanzpartner OHG Stefan Harmsen, eurem Versicherungspartner für E-Mobilität. Mit InstaDrive ist der Einstieg in die Elektromobilität für euch komplett unkompliziert und ohne Risiko. Einfach ein Auto aussuchen, konfigurieren und als Abo bestellen. Keine versteckten Kosten und am Ende der Laufzeit einfach zurückgeben. Im Monatspreis sind alle Kosten wie Wartung, Versicherung oder Reparaturen schon enthalten. Und die Förderung ist auch schon drin.
Und falls ihr noch überlegt, ob ihr die THG-Quote für euer E-Auto in Anspruch nehmen wollt oder nicht, InstaDrive bietet jetzt als einziger Anbieter die volle Förderquote für euch. Also 100% ohne jegliche Provisionsabzüge. Das sind mal eben satte 475 Euro. Und als wäre das nicht genug, könnt ihr bei der Registrierung bei InstaDrive damit auch noch gleich etwas Gutes tun. Ihr könnt nämlich entscheiden, ob und wie viel von dem Geld ihr für gemeinnützige Zwecke spenden wollt. Entweder streicht ihr die komplette Prämie für euch alleine ein oder ihr unterstützt eins der gemeinnützigen Projekte, zum Beispiel vom Roten Kreuz, der Umwelthilfe oder den Tafeln. Da kann ich nur sagen, so macht die THG-Quote absolut Sinn und so viel Werbung für eine gute Sache muss einfach mal sein.